Ui, da habe ich auch ein paar Eier. Jo, der Plutoyas, mein Kollege hier auf dem Server. Also noch die anderen zwei natürlich, Basti und Leon. Der Plutoyas hat bei mir ein bisschen geholfen. Ich bin jetzt an einem anderen Ort als, ja, in den ersten drei Parts, genau. Und diesen Platz habe ich gefunden. Es ist eine Alm mit roten Blumen gewesen. Und ja, die Gegend ist sehr schön. Hier unten haben wir auch Meer irgendwo, da drüben irgendwo. Und ich zeige euch nachher noch ein bisschen mehr. Jo, es hat sich ein bisschen getan. Ich war ja ein paar Tage, ja, ein bisschen wegen meiner Nervenkrankheit gestresst und habe da nicht so gut aufnehmen können. Habe auch sehr, sehr viel zu tun gehabt. Und ja, diese Sniffe, glaube ich, heißen sie. Wenn bald hoffentlich schlüpfen, ja. Und okay, Plutoyas hat bei uns noch zwei Bienenwaben hingestellt. Er hat schon Behutsamkeit und so. Und ich habe eine Diamantspitzhacke, genau. So, also. Vielleicht haben wir noch einen Dschungel in der Nähe, weil ich habe die Setzlinge vergessen mitzunehmen. Und wenn wir kurz auf die Map schauen, ja, man sieht es, ist recht schön hier. Alles habe ich noch nicht erkundet hier drüben. Das gehen wir vielleicht noch kurz hin. Das ist einfach im Norden vom Spawn. Doch auch recht weit. Genau, hier ist der Spawn. Da. Und da unten war ja mein Haus 1, genau. Und hier sind wir überall herumgelaufen, genau. So, und hier auch. Das war, glaube ich, Part 2. Haben leider eben keinen Dschungel oder Wüste gefunden. Und jetzt habe ich hier oben im Norden eine gefunden. Also, Plutoyas hat es gefunden und ich bin hier noch ein bisschen erkunden gegangen. Ja, und hier habe ich. Da habe ich den Dschungel gefunden. Plutoyas hat eh unten irgendwo einen Dschungel gefunden. So, irgendwo hier. Ja. Und ja, ich habe die Setzlinge vergessen. Aber ich habe zum Beispiel Bambus, das brauchen wir da. Und damit können wir jetzt etwas craften. Also ich weiß die Crafting-Rezepte natürlich noch nicht, aber wir können sie ja mal ein bisschen ausprobieren. Genau. Jetzt haben wir die hier hin. Jo, also. Ja, es geht weiter. Ich bin nicht mehr so gestresst. Ich, ja, habe einfach so das Gefühl gehabt, ja, ich bin zu sehr abgelenkt. Ich habe mich, glaube ich, im dritten Part oder so manchmal auch ein bisschen verplappert. Sachen gesagt, die ich eigentlich gar nicht wollte und so. Auch wegen der Konzentration und so weiter. Jo. Aber ja, es ist nicht oft bei mir und ja, ich mache dann lieber Pause, damit es umso besser weitergehen kann. Sonst, ja, geht's halt nicht gut weiter. So, also einfach nur, damit ihr es wisst, wenn ich mal irgendwie nichts hochlade, dann ist es nur meistens kurz, weil es mir nicht so gut geht. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Und ja, ich sehe manche, jo, finden es auch nicht so toll, wenn ich zu viel auf hochlade. Sagt es bitte mir, wie viel ich hochladen soll und ich kümmere mich darum, dass es auch wirklich so ist, also, dass es mir keine Mühe macht. Weil wenn ich es nicht weiß, dann ist es für mich schlimmer, als wenn ich es weiß, okay, ihr wollt es sehen und ihr wollt hat. Oh, sie sind geschlüpft. Okay, die sind sehr schnell geschlüpft. Jo, jetzt haben wir zwar nicht gesehen, aber das ist wahrscheinlich genauso wie der Schildkröte. Das Ei zerspringt und das Mob ist sofort da. So, die sniffen jetzt herum scheinbar, also als kleines Kind noch nicht, doch sie sniffen schon. Vielleicht gibt er uns einen Schatz oder so. Führen wir mal hier einen Bambus hin und hier. Das war schon. Was brauchst denn du? Ich glaube, der braucht die neuen Pflanzen. Es gibt zwei neue Pflanzen, die ein bisschen magisch aussehen und die möchte ich gerne als Deko benutzen und deshalb, ja, vielleicht müssen sie, können sie wirklich auch eingesetzt werden für irgendwas, zum Beispiel eben zum Breeden. Ja, werden wir mal sehen, was es ist. Wieso haben wir hier Sand eigentlich? Ist es wegen dem Ei? Ah, die müssen auf einem Ei ausgebrütet werden. Okay, das hat eben Plutoyas gemacht. So, wir haben keinen Zoom, hä? Ja, ist ja auch nichts. Wir wollten nur die Berge dort ansehen. Die Hügelchen. Also scheinbar sind sie noch zu jung. Okay, machen wir das später.
Also, Kakteen sind noch nicht gewachsen, die Blumen, ja, die Kirschblütenbäume sind auch noch im Weg. Und jo, der Pinsel haben wir schon. Ich habe ihn von Tutorials auch geschenkt bekommen. Der macht so viel. Ich will nicht, dass er so viel macht, aber er ist halt ein Speedrunner. Einer, der hat viel schneller Speed als ich zum Beispiel. Bin mich gerade ein bisschen schlecht. Ist hier ein Kaktus wegen der Blumen? Toll. In der Kirschblütenblätter. Ein Kaktus weg. Wir haben ja gar noch nichts. Okay. Wir müssen ein paar Sachen machen. Crafting Table. Haben wir Stein? Nein, Stein haben wir natürlich auch nicht. Soll ich schon eine Mine machen? Und wo überhaupt? Also hier ungefähr. Hier unten möchte ich dann einen Baumstamm machen von unserem ja, magischen Baum. Ich möchte gerne die Mine eigentlich hier machen, weil wir hier schon so eine Delle haben. Oh, wir haben eine Delle. Eine Delle im Boden. Eine Delle im Kopf. Ja. So. Übrigens geht's mir eben heute viel, viel besser. Ich habe auch lange wieder schlafen können. Ja, Ding wollte ich machen. Noch, ja. Backen. Aber ja, es kommt heute erst raus nach der Aufnahme, was ich genau so jetzt sportlich machen kann, oder? Ich werde wahrscheinlich Fußball, ja. Ja, ich werde schon Fußball spielen natürlich, aber ich werde Torwart werden. Ja, ich verplappere mich immer noch ein bisschen. Und jo, einfach mal zum Einsteigen, weil ich damals in der Kindheit eigentlich fast immer Torwart sein musste. Weil ich natürlich am wenigsten Muskeln oder Größe gehabt habe. Ich war recht klein in meiner Kindheit. Wurde erst mit 15 Jahren dann größer. War sehr spät in der Pubertät. Jo, gekommen und ja. Es war für mich viel einfacher, weil ich schon erwachsener war. Oder? Also sicher 4 Jahre vielleicht. Schneller als die ersten, die in die Pubertät kamen. Bei denen war es natürlich schlimmer, oder? Also, die waren einfach noch recht jung und mussten ein Jahr schon aushalten und so, was man halt in der Pubertät ein bisschen aushalten muss und so weiter. Und für mich war es voll chillig. Und ich musste halt einfach, weil ich nicht so die Macht hatte, mich zu ja, sagen: Ja, nein, das will ich nicht und ich kann entscheiden und so. Ich musste halt immer die anderen entscheiden lassen, da war ich Torwart. Aber ich habe es gern gemacht und die Leute haben mich gefeiert, weil ich so gut Bälle halten konnte, ich fast keine Tore zuließ. Aber zu einem Profi wollte ich nicht werden, also als Torwart. Und erst so mit 21 Jahren, glaube ich, wollte ich dann Stürmer werden, weil ich nie wollte sein, weil so viele einfach immer möchten, oder? Also Stürmer sein ist eigentlich genau das, was die meisten wollen, oder? Und trotzdem, ja, gibt es halt viele Leute, die einfach nicht gute Stürmer sind. Ich damals auch nicht, aber ich habe es irgendwie gut gelernt. Also, ich habe meine Zeit, die ich hatte echt viel Zeit, weil ich auch keinen Beruf oder so machen durfte, wegen meiner Gesundheit. Bin ich dann, jo, so ganzen Tag eigentlich am Tore schießen gewesen. Also am Üben, 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 Üben. Ich habe so lange immer geübt, bis mir manchmal schwindelig war oder mir die Hitze einfach so einen Schlag gegeben hat, dass ich sagen konnte, nee, ich höre jetzt auf, oder? Aber so müde habe ich mich nie gefunden. Also das ist einfach, ich hatte mega auf Ausdauer trainiert und trotzdem konnte ich nie in einen Club gehen. Meine Gesundheit war einfach zu schlecht, okay? Oh, Jolef. Ja, und ja, was kann man sagen? Ja, der Plutoios hatte gerade momentan nicht Zeit, deshalb ist er nicht auf dem Server, sonst ist da echt viel auf dem Server. Genau. Die anderen, ja. Es gab ein bisschen ein Problem mit TikTok sozusagen. Und
Leon, aber mehr, genau mehr will ich nicht sagen. Oh, sind wir da oben oder sind wir unten? Sie sind eigentlich runtergegangen, also müssten wir jetzt runter, ja, teilweise unten sein. Ja. Also, okay, wir sind irgendwie unten und trotzdem haben wir dort irgendwie Gras und Blätter. Ja, wir sind fast unten. Okay, wir haben einen Eingang, also einen guten Gang nach unten. Wir vielleicht so eine Treppe machen, wo keine Höhle ist. So, haben wir hier noch etwas? Da waren wir schon. Ja, ah, da sind wir rechts gegangen. Ist hier rechts noch etwas gewesen? Okay, dann gehen wir einfach raus. Meinen wir jetzt gar nicht weiter. Ich wollte ja nur Stein holen. Ah, da hoch könnten wir vielleicht noch kurz schauen. Ah, da ist nicht. Da machen wir ein Licht hin. So, also gehen wir mal runter, aber es ist gerade Nacht. Jo, was gibt's denn noch? Ich habe so eben einfach das Gefühl, jetzt momentan bin ich noch nicht ganz so fit, weil meine Muskeln haben sich in letzter Zeit so stark verändert. Dieses harte Training, das ich mache. Vor allem auch vor ungefähr einer Woche und dann ja, anderthalb Wochen, also eineinhalb Wochen. Bin ich ja verloren gegangen. Ah, das ist Dschungel. Geil. Ich wollte doch das letzte Ding. Dschungelsetzlinge haben. Ja, die habe ich ja nicht mitgenommen scheinbar, weil ich sie angepflanzt habe dort beim alten Haus. Also eben, ich habe so hart trainiert und bin ja so weit gewandert in eineinhalb Wochen am Freitag, dass ich ja, jetzt gerade echt Muskelschmerzen habe jetzt. Es ist kein Muskelkater. Es sind einfach so die Gelenke oder die Bänder sind ein bisschen malträtiert. Und jo, ich schaue natürlich immer, dass ich mich mega gut ausdehne, also wirklich übertrieben, ich übertreibe ein bisschen, ausdehne und mich noch ein bisschen anders bewege, also ein bisschen Stretching oder sonst irgendwas, ich weiß nicht genau, wie man das dem sagt. Jo, mache. Damit die Muskeln einfach auch nicht so übersäuern oder ja, zum Muskelkater führen. Jo. Geht mir schon echt Mühe. Und ja, und wann war es? Am Sonntag habe ich halt übertrieben mit Training. Und das an einem Sonntag, weißt du. Wo die meisten Sportler wahrscheinlich, auch weil sie vielleicht ein Spiel haben oder so, eigentlich gar nichts machen. Und jetzt eben Montag und Dienstag, da war so viel los bei mir, ich konnte halt eigentlich nichts mehr aufnehmen. Ich habe es immer versucht und ja, andere Spiele waren so mit dem Sound einstellen und so nicht fertig oder einfach geändert worden. Und es war gestern noch ein Windows 11 Update, das mich ein bisschen gestört hat, die Zeit weggenommen hat. Ja, was ich einfach sagen kann, ja, und einfach nicht. Es war einfach keine Zeit übrig, damit ich das konnte. Und wenn ich manchmal doch ein bisschen Zeit habe, wo ich wirklich den Leuten manchmal auch etwas sehr Gutes tun. Zum Beispiel Plateaus. Ah, Pluteaus. Nicht Plateaus. Ja. Also die Leute, die mir gut tun, tue ich auch sehr gut. Besonders gut. Und das ist für mich wichtig. Setzlinge, ja, noch Setzlinge bräuchte ich noch. Schwarzpulver, rotes Fleisch. Und dann haben wir doch nochmal Schokowolle. Danke. Liebe Schaf, gib mir Schoko. Schokolade. So, Setzlinge, jetzt kommt mal ein bisschen schneller runter. Erst einen einsehen. Ja, als ich Dschungel-Setzlinge das erste Mal hier auf dem Server gefarmt habe, habe ich so 14 Bäume gefällt und fast keinen Setzling bekommen. Ich weiß nicht, wie ja, selten diese Setzlinge sind in den Blättern, oder? Aber das müssen sie hochschrauben, das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man dann eine Baumfarm hat, eine Dschungelbaumfarm, aber dann doch keine Setzlinge mehr hat. Und ich weiß ganz genau, wieso die Leute nicht gerne mit Dschungelholz bauen. Nicht wegen der Farbe, die sieht cool aus. Also wenn man das so Ding macht. Das ist eine coole Farbe.
weil sie ein bisschen auch passt zu manchen Baustilen, so, zu sehr vielen Baustilen passt. Zum Beispiel zu einem Kirschblütenhaus passt auch Dschungelholz, Akazienholz. Und ja, ich möchte doch auch ein bisschen bauen, weil es doch eher nach einem Holz aussieht, als zum Beispiel Eichenholz so eine, ja, eine billige Farbe hat für mich irgendwie. Also wir haben zwei Setzlinge, reicht das? Ich glaube nicht, aber ich gehe einfach dann mal wieder dorthin und farme dann mehr. Jetzt sind die Setzlinge auch schon, die sind auch schon weg. Also als nächstes wollte ich hier hin. Also das ist ein Dschungel hier. Wusste ich gar nicht. Da unten habe ich aufgedeckt irgendwie, aber oben habe ich noch nicht aufgedeckt gehabt, oder? Oder wahrscheinlich doch. Der Pillager-Turm habe ich schon gelootet. Der hat eine Armbrust drin gehabt. Und noch etwas Bestimmtes. Ich glaube, gibt es dort Formen? Ich glaube, Formen habe ich auf dem Server noch nicht gefunden. Nur im Singleplayer, wo ich ja auch Let's Playe. Jo, also. Nehmen wir noch ein paar Eier mit, damit wir oben Hühner haben. Wolle, also graue Wolle, muss ich nicht mitnehmen. Nicht so schön. Genau, ich wollte ans Meer. Also, in dem nächsten Part werde ich farmen, gell? Haben wir schon. Ich glaube, oben haben wir ja auch schon die Ding. Ah, hier sind die Kakobohnen. So, und also, ich plane eben, einen Baum zu machen, und am Baum herum mache ich dann immer so ein bisschen weiter weg, so die Räume und Gänge und Treppen, dass es so ein bisschen magisch aussieht. Aber wie genau der Baum aussehen soll und so, das muss ich ein bisschen ausprobieren. Also nicht wundern, wenn ich etwas euch baue und dann doch denke, es ist ein bisschen anders und dann ist einfach außerhalb vom Park noch ein bisschen verschönert oder so. Also nicht wundern, wenn es sich so ein bisschen verändert noch. Weil ich muss mir immer so eine... Ich bin irgendwie so einer, der immer ein bisschen nörgelt auf meinem Baustil. Ich muss immer ein bisschen noch verbessern, in aller Ruhe anschauen, was passt besser und so. Weil ich es natürlich schon echt schön machen möchte. Aber sobald ihr Community euch mehr mir zeigt, dass ihr so Sachen sehen wollt und so, desto mehr kann ich auch Videos machen und Livestreams. Aber ich habe jetzt zu wenig Geld, um einen neuen Monitor, einen zweiten Monitor wieder zu kaufen, weil mein Hauptmonitor ja kaputt ging. Er tut nichts mehr, nicht mehr reagieren, also kein Strom mehr. Ja. Gut. Hey, ich bin doch durch die Strömung gegangen. Ich bin durch die Strömung gegangen. Was ist denn das für eine Insel hier? Der Minimap ist auch komisch aus. William. Das ist eine Ding. Schwarzeichenwaldinsel. Okay. Ja, ich finde Ozean nicht so interessant. Da irgendwo noch an Land kommen. Ich brauche eine Wüste. Ich brauche einfach eine Wüste mit Dörfern, mit Dromedaren. Lutoyos wollte zwei Dromedare zu meinem alten Haus bringen. Aber er hat leider, glaube ich, eins getötet und eins ist irgendwo verschollen. Leider ein Strand, okay. Jo. Das ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. So, ich mach mal kurz, ne? Können wir weitermachen. Also überall haben wir Schwarzeichenholz und Akazien, Azaleeholz, okay. Ich will mal in eine Lush Cave. Ah, ich hab ja die Schalke-Kisten, aber die sind ein bisschen voll. Ich möchte kurz ins Lush Cave gehen. Ist das ein Trunkener gewesen? Irgendwie so ein für Wind aufbauen oder so gehört? Komisch. Also, ich möchte gerne irgendwas befüllen. Ja, das ist leider überall voll. Haben wir irgendwas, was wir doppelt haben?
Ah, hier wäre Cobblestone gewesen, okay. Also, die Hansa-Schalke-Kiste, die. So. Okay. Dann probieren wir das mal. Also, ich müsste hier runtergraben. Ich gehe mal ein bisschen durch den Sand runter, damit ich noch ein bisschen Sand farme. Na, ja, hier ist doch das besondere Wurzelzeug. Erde. Viel Wurzelerde. Ist das immer so? Nein. Nicht mehr so viel so Wurzelerde. Ist das etwas Bestimmtes oder ist das neu? Sandblöcke farmen. So, dann haben wir dann echt genug. Also gehen wir doch lieber in die Richtung, was auch ist. Genau, wir brauchen ein bisschen Kupfer. Nehmen wir auch noch mit. Und wenn wir doch die Wurzelerde auch so ein bisschen zum Designen brauchen, die noch ein. Und schon 20 Kupfer. Wie schnell man das einfach farmen kann. Heftigst. Ja, momentan macht Minecraft mir echt viel Spaß. Und ich hoffe einfach, dass die Community noch ein bisschen größer wird. Ich zwinge euch nicht. Also ja, es ist schon ein bisschen ein Zwingen, aber hey, wir haben so viel Spaß zusammen und auch ihr wahrscheinlich auf dem Server. Macht einfach mit. Schreibt's, also geht auf Discord am besten oder schreibt's einfach in die Kommentare. Und ja, wenn ihr wirklich vertrauenswürdig seid und so, dürft ihr auf den Server. Es kann lange gehen, es kann natürlich auch sehr kurz gehen. Es kommt auch eher auf euch drauf an und nicht auf irgendwelche anderen, zum Beispiel ich. Und ich bin momentan der einzige Owner auf dem Server. Einfach wegen Schutz. Eben wegen diesem TikTok, was ich am Anfang gesagt habe. TikTok ist halt schon recht, ja. Da weiß man nie, wen man einlädt. Und deshalb möchte ich auf YouTube jetzt auch nicht gerade jeden reinlassen, der meint, er könnte da ja doch etwas Schlimmes machen, als zum Beispiel cheaten oder so. Ja. Naja, cheaten ist schon schlimm. Aber es kann ja ein Grief sein, es kann ja irgendwie etwas Schlimmes sein. Kann ja einer sein, der den Server zumüllt. So. Irgendwas baut halt, was die Performance in den Keller treibt. Sonst irgendwas. Oder einfach beleidigt. Beleidigungen sind für mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Lass mich nicht beleidigen. Aber viele Leute, die lassen sich beleidigen. Und dann ist es schlimm, oder für die. Wie findet ihr das? Also lasst ihr euch beleidigen? Ich hoffe es ja nicht. Das ist schon nicht gerade so einfach, eine Beleidigung auszuhalten, oder? Aber ich, wo schon seit 11 Jahren eigentlich so Server macht, ist das eigentlich kein Problem. Ah, hier. Gut, haben wir es gefunden. Nein! Wieso? Wieso bin ich gelaufen? Ich bin nicht gelaufen. Meine Güte. Okay, dann beenden wir den Part. Weil ich gestorben bin. Weil ich muss sehr weit dort hochgehen. Jo. Ich werde vielleicht nochmals kurz zum Haus gehen. Aber schaut, ich muss 6187 weit gehen. Weil ich das Bett nicht dort gelassen habe. Ja. Das ist easy, also das werde ich relativ schnell erreichen. Gut, ich werde wahrscheinlich, weiß nicht genau, also hier übers Meer gehen und hier ein bisschen links davon. Und hier ist der Tod. Ja. Also ich werde hier hochgehen und hier links davon durchgehen. Ja, ist einfach easy. Ist einfach. Aber ich muss ja nicht zum Todespunkt, ich muss zum Bang gehen. So, genau, da habe ich ein Netherportal gefunden. Hier ist das Spawn, das ist halt, ja. Jo, ja, wir haben nur 24 Minuten. Ich muss halt immer nachschauen, weil ich ja keinen zweiten Bildschirm habe, tut mir leid. Wir können noch ein bisschen reden, für alle, die denken, ja,
ich muss nicht zuschauen oder ich habe mehr anders zu tun oder so. Dürfen gerne ausschalten. Ich rede einfach noch mal so ein bisschen etwas und laufe ein bisschen dorthin. Ja, ich muss jetzt kurz schauen, aber komm. Oder rechts haben sie. So. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist cool. Dim, dim, dim. Ich hasse Fallschaden. Wisst ihr das schon? Dass ich Fallschaden nicht mag. Hey, ich habe ja noch gesteuert, aber es war einfach kein richtiges Wasser in der Nähe. Ich konnte es nicht ziehen. Ah, ich wollte den Ding machen. Ich habe es zu spät gemerkt. Den Wassertrick da. Ja, ich dachte, ich falle noch ins Wasser. Sonst hätte ich schon gemacht. Wie heißt der Wasserdecker? Ich kenne ihn gar noch nicht so gut. Ja, Fallschaden mit Wasser umgehen. Wenn man das nicht hinkriegt, dass man halt trotzdem Schaden bekommt. Eine Wasserphysik in Minecraft, das wäre schon cool. Aber noch nicht. Was gibt's Physik? Es gibt gar keine Physik in Minecraft eigentlich. Ja, vielleicht die Drops von den Items ist ein bisschen Physik. Aber sonst ist eigentlich nichts Physik. Okay, Geschosse sind eigentlich auch Physik, aber das ist eher. Was ist eigentlich Physik? Also es ist eigentlich in Minecraft Physik. Was Physik ist, weiß ich schon. Wo? Hä? Es ist so dunkel. Nein! Tauchen! Tauchen! Dankeschön. Oh Gott, der tötet mich. Ja, sicher. Wie treffen die? Ich sterbe in Minecraft, weil ich so ein Draufgänger bin. Draufgänger bin. Draufgänger bin. Er hat alles wahrscheinlich gecheatet. Aber gut. Er hat erst die Leute auf den Server gelockt, die ihn geschadet haben. Und danach hat er noch selber die OP-Rechte ausgenutzt. Und jetzt will er natürlich gerne. Jetzt will er natürlich noch gerne, dass sein Haus wiederhergestellt wird, wo er mit Kreativmodus gebaut hat. Oder einfach so mega, ja, er cheatet hat andersherum. Also mit X-Ray oder mit, ja, wahrscheinlich schon mit Kreativmodus. Nee, will ich nicht. Er hat ein Haus gemacht aus Netherite-Blöcken, aus Diamantblöcken, aus Glas und so. Ja. Gut, aber. Eigentlich wollte ich ja das nicht in einem Let's Play sagen und zeigen, aber scheinbar wollte er es. Er weiß ganz genau, dass ich eigentlich immer aufnehme auf dem Server. Aber das ist sein Problem. Er soll aufhören, so kindisch zu tun. Ja. Es tut mir für ihn leid, aber ich bin nur mal ein Owner. Ich muss solche Sachen nicht gutheißen. Weil sonst ist es unfair gegenüber den anderen. Ich will gar nicht böse sein. Mann, Gott. Doch diese Zeugs weg. Also vor allem den hier, der will ich nicht haben. Der andere, der will ich noch haben, damit ich nochmals diese Gegend sehe. Ah, mein Boot, cool. Ja, der Ertrunkene ist natürlich weg. Aber was haben die? Haben die einen Aimbot? Ich bin extra schön seitlich ausgewichen und der hat eben trotzdem immer getroffen. Ich bin halt einfach noch nicht gut. Mein Charakter ist noch nicht gut ausgerüstet. Und ich habe einfach noch nicht so viel Erfahrung. Also noch nicht so viel Erfahrung. Ich
mache einfach viel zu große Pausen manchmal. Ich muss öfters Minecraft spielen, viel öfters. Also, ja, gezwungenermaßen durch das Let's Play und die Livestreams dann. Ja. Okay, ich werde jetzt den Part beenden. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sind jetzt durch diesen Fluss auch und ich muss ja noch über den Ozean und genau immer wieder auf die Map schauen. Es wird langweilig sein, aber ich gehe natürlich gerne dorthin. Wieder. Messer? Okay, wollte. Es ist immer etwas passiert, okay. Ja. Ich werde mit ihm reden jetzt gleich. So, aber ich finde es ja nicht so schlimm, aber meine Güte, es ist ein Spiel. Es ist etwas, wo man Spaß haben kann, ohne zu cheaten, ohne zu Probleme zu machen. Und trotzdem machen so viele Spieler Probleme. Deshalb gibt es auch so wenig Server und ja, deshalb haben viele auch keine Lust mehr auf Minecraft auf Servern zu spielen. Das ist schade. Also bitte, tut euch alle gegenseitig ein bisschen mehr motivieren, als so zu nerven. Hä? Einfach wieder besser werden, machen, lassen, tun. Behutsamkeit, geil. So, und dann ja, viel Spaß noch mit jo, anderen Dingen und einen schönen Tag. Tschüss!